So, da sind wir auch wieder. Ja, beim letzten Mal haben wir den Cargo Manager aufgebaut, wo ich dachte, das wäre der Assembler. Aber das kommt jetzt mit dem Assembler. Den haben wir nämlich hier. Jetzt brauchen wir diese Simple PCPs noch. Vier. Okay. Ja, das war doch richtig. So wollte ich das. Zack. Eisen. Dann brauchen wir zwei PCPs erstmal. Kann natürlich mehr werden nach der Zeit alles. Was genau noch dafür brauchen, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Card schon mal vorbereitet. In der Testwelt, was ich dafür benutzen kann, weil das Besondere ist da, wenn ich keinen Block am Ende habe, dass das meinen Cut umdreht. Weil sonst müsste ich eine fortlaufende Linie ziehen, was ich gern nicht möchte. So, jetzt machen wir so, jetzt mache ich das mal hier wieder drüber. Cobblestone, Eisen. Genau, den haben wir jetzt. Den Manager, da brauche ich jetzt Kohle, dann nehme ich hier normale Kohle, oder? Kann ich da auch Kokskohle verbrennen drinnen? Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal eben. Das schauen wir mal eben. Wie sieht es denn hier aus? Die Generatoren sind noch ein bisschen am Tuckern. Ich glaube nicht, dass sie noch viel haben. Oh. Knapp 2,6 noch. Und ich habe fast 6 Yumeter, 7 Yumeter. Wow. Enorm. So, den stellen wir mal hier hin. Dann mache ich hier noch eine Fackel hin. Damit es nicht so dunkel aussieht. So, da auch noch hin. Und vielleicht noch da einen hin. Vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich hier was in die Decke reinzimmer, muss ich mal schauen für später. Aber jetzt wollte ich erst mal schauen, kann ich das auch reintun? Nee, da muss ich Kohle reintun. Das ist gar nicht schön. Das will ich doch gar nicht. Naja, nehmen wir Kohle oder Holzkohle, was ich gerade habe. Nehmen wir Kohle. Ich kann ja Kohle durch Yumeter später erzeugen, das ist kein Problem. Sehr wenig, aber dennoch kann ich das herstellen dadurch. Gut, Kohle hier rein. Dann füllt er hier schon mal auf, das Fuel. Jetzt braucht man ein Card. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so geschrieben wird, wie ich das hier gefunden habe. Da ist es. Das Card. 500, das Rain Faucet wollte ich eigentlich, das hier. Dann brauche ich Rain Faucet Metal. Okay. Wie bekomme ich das? Okay. Oh. Oh, meine Güte, krass. Also ihr seht, es wird teuer. Es wird teuer. Gut. Wir brauchen Eisen. Das wird, weil das ist definitiv wichtig, dass ich das brauche. Zack. So, Rainfall ist harder. Oh, Obsidian und Diamant. Aber ich weiß, wo ich Obsidian finde. Denn unsere Turtles haben nicht fleißig gearbeitet. Deswegen weiß ich, dass ich hier Obsidian habe. Und ich habe hier die beiden Bienen gefunden. Ich habe da ewig lange dran gesucht. Also ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie lange das war. Hier haben wir noch ein bisschen Obsidian. Geil. Und Diamanten. Ja, die haben ziemlich krass viel unten gefunden. Sprich Diamanten und so. Obsidian war noch. Irgendwo ist noch ein Stack, glaube ich, drin. In irgendeiner Kiste. Da sind sie. Genau. Da war so viel Obsidian drin, weil hier vorne eine Lavaquelle war und die habe ich einfach mit Wasser überschüttet. Und da hat das gleich mit abgebaut. Deswegen fand ich das ganz geil, dass ich wieder ein bisschen Obsidian habe. Weil brauchen wir ja. So. Dem, dem, dem. Dem. Wie viel brauche ich denn davon? Oh, zwei Stück. Pro 5. Und wie viel brauche ich? 5. Das macht der aus einem. Okay. Wie viel kosten die hier? Ne, die Iron Wheels brauche ich nicht, nur die hier. Oh, da brauche ich nochmal welche. Das heißt, das wird schweineteuer. 5 bekomme ich, das heißt, mein Cut ist mir sicher. Das heißt, ich brauche 2 pro Ding. Dann machen wir gleich nochmal welche hier. So. Das haben wir schon mal. Das muss jetzt gebrannt werden, ne? Dafür habe ich jetzt auch. Öfen sind gleich frei, supi. Dann nehmen wir hier die Kohle raus. Dann warten wir noch einen Moment. So. Oh ne, das brauche ich nicht. Ich wollte das hier nämlich. So. Und dann diese Harden-Mesh. Oh, da brauche ich ja noch mehr von. Ja, dann können wir hier ein paar machen. 4 Stück oder so. Machen wir gleich 5. Meine Güte, das ist aber schweineteuer. Zack. Ach, wisst ihr, warte, wir machen 16 Stück. Dann haben wir wenigstens das gut aufgeteilt hier. Zack. So, habe ich denn noch Eisengitter irgendwo rumfliegen für später?
Eisengitter, 11 Stück. Ja, kommen wir nicht überreiten mit, das steht fest. So. Dann machen wir das ja auch noch raus. Zack, 8. Und die 8 schon mal brennen. Ja, das kann jetzt auch einen Moment dauern. Ist da noch was los? Ist okay. Wie weit läuft hier? Da können wir eigentlich sagen, wir können hier schon mal wieder einen aufnehmen. So. Dann nehme ich dich mit. Wie voll bist du? Also bist du auch fast voll, super. Dann fülle ich, wie gesagt, dich erstmal hier hinten auf. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dich erstmal hier auffüllen. Damit zumindest die Maschine wieder ein bisschen läuft, ein bisschen Holz reinbringt. Weil ich brauche später für diese Aktion, für das Dorf, brauche ich sehr viel Holz. Und da brauche ich nicht so viel, da brauchen wir... So, machen wir 30 rein. Ne, hier ist voll, ist klar. 15, 20... Ich weiß es nicht. Reicht das? Es kann reichen, muss es nicht. Oh, 25, es läuft auf jeden Fall schnell ab. So, hier leckt es wieder. Das hatte ich letztes Mal bei der Aufnahme auch gesehen. Wenn ich hier bin, in der Nähe, und der ist wirklich am Rödeln, dann leckt es einen Moment. Was wollte er jetzt? Was macht er jetzt als erstes? Der macht jetzt genau die Setzlinge erst, ne? Und ich könnte jetzt ganz gemein sein, einfach hier mit dem... mit der Kettensäge drum rumfummeln, aber dann kriegt er die Setzlinge nicht. Das ist das Problem. Der holt jetzt erst die Setzlinge runter. Alles klaro. Ah ne, der Holz holt er gleich mit. Okay. Dann muss ich aufpassen, dass ich noch genug Setzlinge habe. Oder der macht es abteilmäßig. Die lässt er wieder was stehen. Aber geil, wie schnell der abgeht. Der tut erst hier die Leaves abernten und dann haut er hier die ganzen Hölzer weg. So, krass. Ich glaube, das reicht von der Geschwindigkeit. Tut er hier gleich mit abholzen? Ja. Yep. Okay, das ist auch eine geile Sache. Und wo er vorher nicht drankommt, fallen die ganzen Sitzdinge auch weg. Alles klar. Jetzt gerade mal hin. Guten Tag. Wie viel hast du noch? Ah, du hast noch genug. Dann warten wir erst einen Moment. Das kann auch eigentlich aufgefüllt werden. Na? Gut, das läuft. Das läuft alles. Herrlich. Hallo Schwein. Ich würde da nicht reingehen, dann stirbst du hoffentlich da drinne. So. Dann brauchen wir uns um fast vieles nicht mehr kümmern. Das was Größte, was wir uns noch kümmern müssen, sind eigentlich Schienen. Aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen so damit arbeiten, damit ich wenigstens was habe für Umgewusel. Danach wollte ich ein bisschen im Haus weiter rumkraxeln. Dann habe ich ja noch so viele, die Kisten muss ich auch noch eben noch aussortieren. Okay, die sind fertig. Dankeschön. Und Dankeschön. So, jetzt brauchen wir davon welche. Jetzt brauchen wir hier 2 Stück oder so war das, ne? Genau, zweimal das. Dankeschön. Teurer Wuchermist hier. So, dünn und... Ah ne, da brauche ich ja noch mehr von, oder? Ah ja, da brauche ich ja noch mehr. Fällt mir gerade auf. So. Dann brauche ich ja nochmal 2. Oh, und die sind weg. Dankeschön. Jetzt bräuchte er wieder von welche. Also, dass es schnell wegging, habe ich ja nicht vermutet, dass es wirklich so krass ist, so viel. Naja. Was soll man dagegen machen? Ich brauche es ja. In dem Moment. Ich komme ja nicht drum herum, dass ich es nicht brauche. So, ist da ein fertiger Block für? Ja, das reicht, ein fertiger Block. Gut. Ich habe noch so viel Unrat hier, Mist drin, ne, gerade. Aber wir könnten schon mal sagen, ich hole schon mal die Kisten hier ran. Zumindest die alle hier drüber schweben. Zack. Die kann ich schon mal hier umsetzen. Wupp. Und... Oh, jetzt habe ich die zurückgesetzt, ne? Ist auch egal. Kann ich ja gleich wiederholen. Hallo? Achso, die Portal Gun kann das ja, die kann ja mehrere Kisten zusammensetzen. Dann spinnt die Kiste halt rum, dann würde, glaube ich, doch der Server abschmieren.
beziehungsweise Minecraft wird dann crashen und ich hätte ein kleines Problem, auf die Welt wieder drauf zu kommen. Weil ich davon kein Save-Daten momentan habe von dieser aktuellen Welt. Ich habe jetzt dieses Loch hier noch in aktueller Zeit, aber ich glaube, es hat sich vieles dann nicht verändert. Also ich habe die Welt immer neu kopiert, das heißt immer, die ist auf dem Wochenabstand. Also was ich jetzt hier in der Woche produziere, ist natürlich, dass ich jetzt nicht jeden Tag ein Backup mache. Aber dass ich mal pro Woche eins mache, das ist auf jeden Fall fest. Sonst kann es natürlich passieren, Server schmiert ab, Minecraft crasht, irgendwie eine Fehlerdatei, null Ahnung. Kann alles passieren. Deswegen habe ich das natürlich vorab mit mir gelöst, dass ich das irgendwie als Safe mir runterhole. Und vielleicht brauche ich es auch für später für euch. Wenn ihr es gerne haben wollt. Wenn ich mit meiner kompletten Welt fertig bin. Dass ihr nochmal auf 1.5.2 spielt und euch hier ziemlich austobt. So. Okay, der ist da vorne fertig. Dankeschön. So, und jetzt war's. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Dankeschön. 10 Stück. Die können jetzt auch brennen. Dieser teure Mist, ne? Das veranstalte ich nur einmal. Das steht jetzt schon fest. Gut, das brennt und ich tue jetzt erstmal hier gerade ein bisschen entmüllen. Ich schmeiße jetzt mal gerade alles weg hier. Warte mal, die kommen hier jetzt gerade mal hin. Die Diamanten, Obsidian. Das kann weg. Ja, noch das Müllzeug hier, das kann auch weg. Ich wollte mir eben die Kisten zumindest ein bisschen wieder sortieren. Beziehungsweise, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer FlashodLP und tschüssen!